Ich war gerade auf dem Weg nach Hause und genervt von der Arbeit, als ich zufällig ein kleines Mädchen bemerkte, das mir folgte. Ich wusste nicht, wie lange sie das schon tat oder warum, aber ich legte auch keinen Wert darauf. Ich hatte mehr damit zu tun, entgegenkommenden Fußgängern auszuweichen. Das Mädchen schloss dann zu mir auf und lief, wenn auch mit etwas Abstand, neben mir her und blickte immer wieder zu mir rüber. Entschuldigung, Mister, setzte sie an, aber ich reagierte erst nicht. Hey, Mister. Wieder reagierte ich nicht. Jedoch gab das kleine Nervenbündel nicht auf. Schließlich blieb ich dann stehen und wandte mich ihr zu. Was ist? Was willst du? Sagte ich in barschem Ton, um sie so vielleicht abschrecken zu können. Jedoch ließ die Kleine sich davon nicht beeindrucken. Können Sie mir sagen, wo ich das nächste schwarze Loch finde? Fragte sie, und ich hielt einen Moment inne, da ich erwartete, dass sie gleich begann zu lachen und wegrannte. Doch ihre Miene behielt die fragenden Züge. Ich dachte, dass das nicht ihr Ernst sein konnte. Also seufzte ich und winkte ab, um dann weiterzugehen. Doch auch da gab sie nicht auf. Mister, bitte, ich muss das wirklich wissen, rief sie mir nach, auf ihrem Fleck verharrend, nahm dann aber wieder die Verfolgung auf, nur um mich weiter zu löchern. Am Ende war ich es, der aufgab. Na schön, na schön. Du gehst jetzt 3 Blocks zurück und gehst dann nach rechts. Ich improvisierte und dachte gar nicht nach, wo ich sie hinschickte. Als sie sich dann aber bedankte und verschwand, kam ich ins Grübeln. Und nach einigem Überlegen fiel mir ein, dass ich sie direkt zu einer Baustelle schickte. Ich wollte mich herumdrehen und sie zurückrufen, doch es war schon zu spät und ich hatte sie aus dem Blickfeld verloren. Scheiße, fluchte ich leise und ging ihr danach, indem ich genau den Weg nahm, den ich ihr beschrieb, denn irgendwo auf diesem Weg musste sie ja zu finden sein. War sie aber nicht und ich wurde nervös. Ich bemerkte in der Aufregung gar nicht, wie es um mich herum immer stiller wurde und dafür ein seltsames Geräusch an Lautstärke zunahm. Was ich aber bemerkte war, dass die Luft sich veränderte. Sie wurde dünner und schien irgendwie geladen zu sein. Ich bog dann um die letzte Ecke und sollte dann an meinem Ziel sein, als ich bemerkte, dass dieses Geräusch, das ich im Nachhinein als eine Art Brummen beschreiben würde, plötzlich verstummte. Und dann sah ich nichts. Der gesamte Straßenzug, der vor mir lag, lag in völliger Stille. Kein Mensch und kein Tier regte sich. Nicht einmal Müll wie Papiertüten, die allerorts von der Brise herumgetragen wurden, waren zu sehen. Es war, als hätte man die Zeit angehalten. Vorsichtig trat ich an die Baugrube heran, von der ich inständig hoffte, dass das Mädchen nicht drinnen liegt. Was ich dann aber sah, spottete jeder Beschreibung. Eine endlose, tiefe, schwarze Leere tat sich vor mir auf, als hätte diese Grube keinen Boden. Am nächsten Morgen meldete die Zeitung, dass die Bewohner des ganzen Straßenzuges als vermisst gelten.